Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir Anfang des Jahres einige Demonstrationen in Deutschland hatten für Demokratie und Freiheit? Auch wir im Bistum Essen haben uns Gedanken gemacht, wie wir damit gut umgehen können. Ich bin Bernadette und ich gehöre zu dem Team, was hier in Social Media mit euch in Austausch kommen wollte über viele wichtige Themen. Es ging um Freiheit, um Wut, um Toleranz, um Angst, um Solidarität, Verzweiflung und an Ostern eben auch um Hoffnung. Ich habe gelernt in dieser Zeit, dass mein ganz persönlicher Glaube viel enger verwoben ist mit politischen Entwicklungen, als ich es bisher gedacht habe. Und ich frage mich, für was und wann werde ich als nächstes auf die Straße gehen?